So, Herold und Kelby. Yes. Der Herold ist der Tempelleiter, out oder? With you. I already told you what. I'm sorry. I thought you were one of those ruffians. Als du eintrittst, dreht sich der alte Mann um. Sein Gesicht ist mit Blutergüssen übersehen und sein Unterlippe ist geschwollen. Raus mit dir, ich habe euch schon gesagt, was. Er hält ihn und blinzelt dich durch ein blaues Auge an. Entschuldige, ich dachte, du wärst einer dieser Raufbolde. Armer Kerl, das sieht schmerzhaft aus. Kann er runzeln die Stirn, schändlich einen Priester zu schlagen? How may I help you? Er grinst dich an, auch wenn er es mehr wie ein Zucken wirkt. Wie kann ich dir helfen? Was ist mit ihm passiert? I never saw their faces. Strange hooded men asking about those ruins. Cleobon Relog. Most of the brigands who come through here asking about the ruins are looking for a few ancient trinkets. But these people knew the name, and they were in a hurry. Er humpelt zum hauchdünnen Fenster hinüber. Ihre Gesichter konnte ich nicht erkennen. Merkwürdige Männer mit Kapuzen fragten nach diesen Ruinen, Cleobon Relog. Er starrt durch das schmutzige Glas nach draußen. Die meisten Briganten, die hier durchkommen, fragen nach den Ruinen und suchen nach ein paar uralten Schmuckstücken. Diese Leute aber kannten den Namen und hatten es außerdem sehr eilig. They wanted to know where Cleobon Relog was. I tried to keep it from them, but I couldn't hold out forever. I don't know what they were up to, but it can't be good. Sie wollten wissen, wo Cleobon Relog liegt. Ich versuchte es vor ihnen zu verbergen, aber vorsichtig berührte er einen Fleck bläulicher Haut um seinen Wangenknochen herum. Ewig konnte ich auch nicht aushalten. Kopfschüttelnd hing er vom Fenster weg. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führten, aber es kann nichts Gutes gewesen sein. Der alte Priester nickt höflich. Gibt es etwas, mit dem ich dir helfen kann? Können Sie mir sagen, wo ich die Ruinen finden kann? The Glanfarthen tribe that guards the ruins will kill anyone who trespasses there. And they'll retaliate against us too, if history is any indication. We've had too many fortune seekers stir up trouble of late. If I'm to tell you, I'll need to know your reason for wanting to go. Der alte Priester zuckt an seinem Bart und runzelt die Stirn. Der klavantanische Stamm, der die Ruinen bewacht, tötet alle Eindringlinge augenblicklich und die Geschichte hat bereits einmal gezeigt, dass sie dann auch an uns Vergeltung üben. In letzter Zeit haben hier einfach zu viele Glücksritter für Probleme gesorgt. Wenn ich es dir sagen soll, dann muss ich den Grund wissen, warum du dorthin willst. Er verschränkt seine Arme und schaut dich mit einem Auge mürrisch an. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich sage, wenn du zu den Ruinen gehst, werde ich dich töten und du antwortest, Ivarias, ich bin ein Wächter und du könntest es niemals mit allen von uns auf einmal aufnehmen und außerdem haben wir einen guten Grund für all das. Und dann gebe ich es auf, mit dir zu streiten und lass dich losziehen, um dir dein eigenes Eindringlingsgrab zu schaufeln. Und damit bin ich gar nicht mal so metaphorisch. Manchmal lassen wir Dürrwälder nämlich ihr eigenes Grab ausheben, bevor wir sie töten. Eine fabelhafte Abschreckung für Kinder, die davon hören. Gefährliche Ränke werden dort geschmiedet. Ich muss dem Ganzen Einhalt gebieten. Lügen, ich bin auch im Auftrag des Duk hier. Glauben Sie mir, es wäre besser, wenn Sie es nicht wüssten. Sie werden es mir sagen, weil ich Ihnen und Ihren Helfer sonst eine Trapel verpassen werde. Sind wir ehrlich, gefährliche Ränke. If that's the case, then we may already have trouble headed our way. I'll have to take you at your word. You'll find Cleobon Relog here. Whatever trouble you find there, please end it quietly and try to stay out of the ruins. Ein erschöpftes Seufzen rasselt aus seiner Kehle. Wenn das der Fall ist, dann befindet sich der Erker wohl ohnehin schon im Anmarsch. Ich muss dich wohl beim Wort nehmen. Er zieht eine verblichene Karte hervor und deutet auf einen Ort im Wald. Hier wirst du Cleobon Relog finden, egal auf welche Probleme du dort stößt, bitte erledige sie möglichst leise und versuche dich von den Ruinen fernzuhalten. Haben Sie Fürst Harons Tochter gesehen? Ich fürchte nicht. Fürst Harons Männer haben mich schon befragt und das war das erste Mal, dass ich einen seiner Leute zum Gesicht bekommen habe. Er hält eine Hand aufs Herz. Wo auch immer sie sein mag, in diesem Leben oder in einem anderen, ich hoffe, sie findet Trost darin, dass ihre Seele bei Berat ist. Woher weiß er, dass sie tot ist? Erzählen Sie mehr über Dürfurt. Die Leute hier bleiben eher unter sich, so wie es auch in den meisten anderen Dörfern so tief im Dürrwald der Fall ist. Reisenden gegenüber verhalten sie sich misstrauisch, aber angesichts all der Briganten und Flüchtlinge, die durch diese Gegend ziehen, kann ihnen das auch niemand verdenken.
Die Leute im Dorf sagen, dass die Probleme mit Hohlgeburten hier besonders schlimm sind. Ist es. In allen Städten und Dörfern im Dürrwald hat es Hohlgeburten gegeben. Aber in Dürrwald ist schon seit Jahren kein normales Kind mehr geboren worden. Die meisten unserer Leute sind auf der Suche nach Hoffnung in andere Dörfer gezogen. Und jene, die geblieben sind, haben sich verändert. Kinder versprechen Zukunft, weißt du? Wenn man sie den Leuten wegnimmt, verändern sie sich. Ist dies ein Tempel von Berat? Was können Sie mir über Berat erzählen? Berat ist der universellste aller Götter. Er überwacht Portale und Zyklen aller Art. Auch das Leben und den Tod selbst. Unter Berat ist ein Ende lediglich ein Übergang zu einem neuen Beginn. Berat hat zeit- und kulturübergreifend viele Repräsentationen. Im Dürrwald siehst du ihn üblicherweise als die bleiche Ritterin und den Totengräber. Die Glanfantaner kennen ihn aber als Bevnen I Aquekev und Ankev I Bevnen. Ja, von Bevnen I Aquekev und Ankev I Bevnen habe ich noch nie gehört. Es bedeutet Leben im Tod bzw. Tod im Leben. Man sieht sie als zwei Skelette, eines männlich und eines weiblich. Wie unterscheidet sich ein männliches von einem weiblichen Skelett? Forscher haben sie des Öfters aneinander gegenüberstehend in Durchgängen eingeritzt gefunden. Aber ich kenne keine besondere Legende, die sie erwähnen würden. Wer ist der Totengräber? Gestandene haben jahrhundertelang Geschichten, Lieder und Gedichte über den Totengräber geschrieben. Manchmal ist er ein Mensch, manchmal ein Gnom und manchmal nur ein wandelndes Skelett. Er spricht niemals, aber er weiß einem den Weg zum Tod und zum nächsten Leben. Außerdem schafft er die Rahmenbedingungen dafür, dass missratene Kinder in ihre eigenen Gräber stolpern. Sehr nett. Erzählen Sie mir von der bleichen Ritterin. Sie ist eine der jüngsten Erscheinungsformen Berats, aber nichtsdestotrotz eine Vertraute. In Geschichten wird sie als hagerer Ritter in einer schwarzen Rüstung, mit schwarzen Augen und schwarzen Haar und Haut so weiß wie Milch beschrieben. Von Reisenden, die zu lange auf der Straße ihres Fürsten verweilen, verlangt sie unmögliche Wegzölle. Manche fordern sie heraus, nur um sich dabei selbst zu erschlagen. Vielen Dank für die Information. Natürlich, Berat wurde einst in dieser Gegend von mehr Menschen gehuldigt, aber er ist ein stiller Gott. Er lächelt traurig. Heutzutage benötigen die Leute klare Antworten. Leben Sie wohl. So, was hast du noch zu sagen? Sprich mit Beot, Mar, mir traut man nur zu, mich um die Kerzen zu kümmern. Inmitten der verstreuten Opfergabeln, Züngeln, Flammen, Schlüssel, Münzen sowie die winzigen Schädel von Vögeln und Mäusen blieben im geschmolzenen und ausgehärteten Wachs stecken. I'm here. Gut, dann können wir wieder hier raus. Und ja, es ist immer schön, wenn man uns Haus Dominell hasst wie die Pest. Ja, extrem schlecht. So. Hinter dem Berat-Tempel gibt es noch Kräuter und wir wissen jetzt, wo Kliaban Relak liegt. Ihr drei seid nur Charaktere. Wie könnte ich eigentlich meine Waffe verzaubern? Biest kann ich nicht, dafür bräuchte ich einen Lindwurmflügel und Wilder kann ich auch nicht, dafür bräuchte ich Ogerblut. Ich könnte nur Gefäße, Geister, also das sind Untote, das sind noch untotere Untote. Das sind Xaurips und so weiter. Oder? Ja, Humanoid gegen Menschen. Gegen Mensch, Amauner, Olana, gottähnlich, Zwerge, Elf. Ja, wir können ja mal kurz in die Enzyklopädie gucken.
Lustig, dass Wicht hier auch beim Wissen steht. Okay, beim Animat wissen wir nicht viel darüber, was er. Er ist ein Gefäß, okay. Ein Bär ist eine Bestie, also das sind Tiere. Das ist ein Geist, das ist Quar. Dem Gans. Die sind primitiv zum Beispiel, okay. Erdfäulnisse sind Geister, also Fäulnisse sind Geister. Ghule sind Gefäße, ja. Irrlicht müsste auch ein Geist sein. Was ist ein Jungdrache? Eine Bestie. Schatten sind Geister natürlich. Käfer, was sind Käfer? Auch Bestien. Also Tiere sind hauptsächlich Bestien. Wobei Drachen auch als Bestien zählen. Waldlaucher ist primitiv. Gucken wir mal nach Zaurips. Ja, Zaurips sind wild. Zaurips sind wild. Trolle sind auch wild. Okay. Spinne sind Bestien. Spore sind primitiv. Also primitiv sind wohl Pflanzenwesen, sagen wir mal so. Weil selbst die Laucher, die wir bekämpft haben, sind primitiv. Fleischkonstrukt ist ein Gefäß. Wie soll es anders sein? Keiler sind Bestien. Also ja, eigentlich sollten wir wirklich unsere Waffen gegen Bestien dann verstärken. So, die Dürfurt-Mühle haben wir noch. Dann haben wir das Rüstungs- und Waffenhaus, das Haus neben der Apotheke, den Turm und dann können wir nach Norden raus. Dörfler und Dörflerin, sonst ist hier niemand. Die Mühle macht langsam eine Wanne voller Weizen. Aarons Männer haben uns schon über das Mädchen befragt. Was wollen sie denn jetzt noch? Der Fürst, der im Drakogen übernachtet hat, hat unsere Gastfreundschaft allmählich aufgebraucht. Ach, die backen hier sogar gleich. Oh, wie praktisch. Also da sind Brote. Na gut, wenn die Mühle groß genug ist und man nicht Platz für einen Bäcker hat, oder einen Bäcker hat allgemein, dann kann man gleich selber backen, wenn man das Mehl gemahlen hat. So, Waffen- und Rüstungshändler. Dann gucken wir mal bei ihm rein. Ja, da hat er ein Schild. Well met, friend. Ein beleibter, grinsender Mann steht hinter einem windschiefen Holztresen und poliert ein Faustschild. Herr Schottot, habt ihr noch nie hier gesehen? Freue mich immer, ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Gesellschaftlich gut fürs Geschäft und Plauderei ist gut für die Seele, sage ich immer. Mich auch immer, was kann ich für dich tun? Was ist in Dürfurt vor sich gegangen? Oh, wir sind ein nettes kleines Dorf. Hier passiert nicht viel. Besonders nicht, seit das Vernächtnis zugeschlagen hat. Den Leuten wurde klar, dass sie keine Kinder haben können, also probieren sie es gar nicht mehr. Nicht schwer vorzustellen, dass das dem Alltag ziemlich viel Spannung nimmt. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Was bist du? Du bist ein einzigartiger Zweihänder, der auch sehr teuer ist. Brustharnisch? Der gar nicht mal so schlecht ist.
Ja, die Sachen, die kaufe ich immer aus Prinzip. So, verkaufen wir mal. Fangen wir hier an. Alles, was gewöhnlich ist, kann weg. Ja, und eine gute Brigantine kann auch mal weg. Eigentlich zwei. Es reicht, wenn wir vor jedem Ausrüstungstyp eine behalten. Hier kann auch alles weg, bis auf den Ring. Ach, die Fallen können wir auch mal verkaufen. So. Horn einer Antilope kann eigentlich auch weg.